Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde der Kritiker. Mein Name ist Jörg Langer. Und hier ist Benjamin Braun, fast ohne Haar, aus dem beschaulichen Haar bei München. Und zusammen wollen wir euch heute Dragon Age Inquisition vorstellen, das neue von BioWare. Ihr wisst schon, die Firma, die gerne mal die Enden ihrer Trilogien ändert, wenn genügend Fanboys schreien. Dragon Age Origins hat mir damals ziemlich gut gefallen, allerdings vor allem deshalb, weil die Charaktere und auch die Dialoge stimmten. Die Story insgesamt hat mich eigentlich nicht so umgehauen. Im Gegensatz zum letzten Dragon Age, das zwar durchaus viele Entscheidungen bot, aber ansonsten relativ enttäuschte bei Themen wie Dauerkämpfen oder auch recycelte Schlauchlevels, die man immer wieder durchquerte, hat jetzt der Hersteller versprochen, eine richtig große Welt zu bieten. Dragon Age 2 hat mir dann im Gegensatz zu vielen Fans der Reihe doch ziemlich gut gefallen. Nicht besser als der erste Teil, aber zumindest in Teilen besser. Zumindest das Kampfsystem, das ja deutlich flotter war. Und darum bin ich schon sehr gespannt, ob Dragon Age Inquisition beide Welten verbinden wird, nämlich cineastische Inszenierung, eine dichte Geschichte, wichtige und auch glaubhafte Charaktere. Und aber eben auch ein Rollenspiel, also Kämpfe, Inventar, Exploration, große Welt. Das wird mich in der folgenden Stunde interessieren. Meine Erwartung ist jedenfalls groß, insbesondere eben wieder was Story, Charaktere und Dialoge angeht. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Fähigkeiten wieder ein bisschen zahlreicher sind und das Spielsystem dadurch wieder ein bisschen komplexer wird. Das Prinzip der Stunde der Kritiker ist ganz einfach. Wir spielen das eine Stunde lang, unbeobachtet, unvorbereitet, aber live kommentierend. Und das wird dann zusammengeschnitten auf die spannendsten oder auch erhellendsten, peinlichsten, wie auch immer, Szenen. Und am Ende gibt es dann noch ein subjektives Fazit, würden wir es privat weiterspielen. So. Ich bin schon weiblich, ja, sehr gut, weil, wie gesagt, hatten wir ja schon mal, im Rollenspiel möchte ich dann doch ganz gerne was ganz anderes sein, als das, was ich im normalen Leben bin. Bogenschütze will ich nicht, Magier habe ich auch keine Lust drauf, Waffe und Schild, das ist mir doch immer am liebsten, ja, und wir wollen es mal nicht übertreiben, von daher nehmen wir mal den normalen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich spiele einen... Ich spiele einen Korak-Krieger mit Zweihand-Spezialisierung. So, jetzt mache ich hier mal ein bisschen auf Mitleid. All diese Leute sind tot. Ja, glaubst nur, die Welt ist böse. Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich will... Ah, Liliana ist das. Die kennen wir ja noch. Und wir haben besonders stark ausgeprägte gärtnerische Fähigkeiten, denn wir haben nicht nur einen grünen Daumen, sondern eine grüne Hand. Ja, zumindest ab und zu mal, ne? Jetzt ist sie... Ja. Das Dasein als Gärtnerin ist schmerzhaft. Wie konnte ich die Explosion überleben? Wie konnte ich die Explosion überleben, frage ich mich auch. Aber es sieht ganz stimmungsvoll aus. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag, wurde zerstört. Voilà. Okay, nach so einem Sturz hätte man ein gebrochenes Bein übrigens als normaler Nicht-Fantasy-Held. Voll auf das Schienbein. Ah, das Kampf-Intro. Ja, aber womit, ne? Aber da, ja. Da liegt's schon. Das ist bestimmt eine Zweihandwaffe, oder? Ich habe doch Zweihand gewählt. Brav. So. So. Ja, zwei. Okay. Oh, okay. Ich kann R2 gedrückt halten, um ständig anzugreifen. Relativ langsam. Sehr schön. Was habe ich für Fähigkeiten hier? Oh, dafür wahrscheinlich stark.
Jetzt habe ich es verhöhnt. Okay. Was hat denn das genau bewirkt, das Verhöhnen? Ja, jetzt kannst du aufhören. Dass sie böse werden und... ja, es scheint weh zu tun. Aber es hilft bestimmt. Für irgendwas. Weil es ja dieselbe Farbe wie das Ding im Hintergrund. Es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Natürlich. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, ich würde jetzt am liebsten natürlich den Dialog vertiefen. Aber ich glaube, wir machen mal weiter. Werde ich also überleben? Also ich soll es L1 drücken, aber ich brauche keinen Heiltrank. Was ist das? Rückzug. Ah, das ist Kommandieren meiner Begleiter. Ich brauche keinen Heiltrank. Wie geht das wieder weg? So. Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Ah, und mit L2 kann ich meine Hotspot-Leiste umtauschen. Okay. Oh, ich glaube, das kann ich mal merken. So, wo müssen wir hin? Da hinten hin. Ja, eigentlich immer einfach dem grünen Dings nach. Oh, ich kann plündern. Was habe ich denn gefunden? Oh, ich kann auch Ziele fixieren. Cool. Ein Schatten. Und tot sind sie. Also so ganz habe ich noch nicht begriffen. Ah, hier, Hilfe von einem Zwerg, oder? Ah, so geht das. Was habt ihr gemacht? Ist es jetzt ein Quark, dem Quark auch schön, dem nur die Hörner abgefallen sind, oder ein Elf, dem die Haare ausgefallen sind? Soll Solas sich um ihn hier kümmern? Und Zwerg Varric, ja, Varric, den kenne ich irgendwie. Soll hier angreifen. Und dann? Ah, und dann kann man mit R2 gedrückt halten, vorspulen. Und aber loslassen und es stoppt wieder. Das finde ich ja mal echt gut gelöst. Okay. Und ich kann aber auch wieder genau in die Action-Sicht. Das ist gut gelöst halt. Warum kann ich denn nicht einfach den... Ach so, ich kann das... Ah, okay. Dann ist okay. Dann bin ich zufrieden. So, und der Typ hier, was hat der denn für Spezialfähigkeiten? Der grüne Mann. So. Ah, okay. Dann können wir den ja auch hier hin machen. Jetzt habe ich natürlich erst einen normalen Angriff. Ach, eine Barriere. Naja. Was genau bewirkt die Barriere? Der sperrt die ein oder so? Dann ist es ja eigentlich sinnlos. Dann gehe ich wahrscheinlich mit der Dings besser. Den will ich nicht. Ich will meine Spielfigur. Dann gehe ich doch lieber hier und mache den Kollegen platt. Und hier habe ich 1, 2, 3, 4, viele. Nein, 4. Trees quasi. Waffe und Schild. Ich bin ja Zweihand. Gehen wir mal in Zweihand. Ja, ist ja gut. Nicht so viel erklären, ich lese es eh nicht. So, mächtiger Schlag. Wer hat da gelacht? Mächtiger Schlag. Ah ja, das ist quasi so ein Pimpen eines mächtigen Schlages. Das dünkt mir eine gute Idee zu sein. Ha, was? Ja, klar. Konnte ich sonst noch was machen? Also zum Beispiel Attribute steigern? Das muss doch, oder ist das eine passive Fähigkeit? Ja, ja, das ist eine passive Fähigkeit. Das ist nichts Aktives. Das wäre ja auch sinnlos. So, klick, ich bin verletzt, jetzt kämpfe ich stärker. Ja. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Selbst mit all euren Soldaten werden... Also als erstes gehst du uns mal aus dem Weg. Dann gucken wir weiter. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen.